Grinsen, ein Smiley und so. Kennt er ja. Macht ihr bestimmt auch mal. Ich habe das Gefühl, wir waren hier schon mal. Wir laufen auch immer in dieselbe Richtung, wenn wir irgendwo hingehen, habe ich festgestellt. Zuckerrohr, Dorf, wir laufen immer in die gleiche Richtung. Okay, in der anderen Richtung ist ja nur Wasser. Aber wir könnten auch mal anders lang laufen. Hier gibt es ja auch kein Wasser mehr, so gesehen. Demnach finden wir, glaube ich, auch kein Zuckerrohr. Ich habe nichts gesagt. Ich halte meine Klappe. Ich schweige ab jetzt. Es wird jetzt ein stilles Let's Play. Hey, du redest immer noch und fang dann an zu schweigen, Penner. Vergiss es. Let's Play. Muss ich erzählen. Quatschen. Scheiße labern. Und so. Auch vielleicht über bestimmte Themen, die ja immer noch nicht kamen, weil ja irgendwie niemand was vorschlägt. Und ich selbst könnte mir jetzt meine Themen aussuchen. Wenn ich Bock hätte, könnte ich mir jetzt ein Thema aussuchen und einfach wild drauf loslabern. Wie zum Beispiel Druck auf dem Ohr und Inkompetenz und ja, ich glaube die gängigsten Themen sind Liebe, Sex und so. Wenn ihr das hören wollt, schreibt es in die Kommentare und ich werde mir was überlegen. Vielleicht fange ich ja damit an. Ich meine, was auch ein gutes Thema ist, ist immer Beziehung. Wo es eigentlich schade ist, dass ich das ja in dieser, in der heutigen Zeit, alles so ein bisschen verändert hat. Früher hat man ja noch versucht, wenn irgendwie, wenn es irgendwie Probleme gab, mit dem Partner darüber zu sprechen, das zu beheben und so. Und jetzt schmeißt man halt einfach alles hin. So nach dem Motto festhalten, weitersuchen, finde ich ehrlich gesagt nicht so pralle. Ich bin ja auch noch zum Glück so ein bisschen oldschool erzogen worden, dass das halt schon ein bisschen länger hält. Man muss natürlich seine Erfahrung machen. Das ist immer klar. Ich meine, jeder hat so seine wilde Phase, wo er einfach mal übelst rumhurt. Sage ich jetzt mal so. Ich meine, es ist nun mal so. Es lässt sich nicht anders sagen. Das kann man nicht schönreden. Jeder lässt mal richtig die Sau raus. Ich natürlich nicht. Ich bin noch Jungfrau und alles. Und so ist er ja. Und, aber irgendwann kommt auch so der Zeitpunkt, wo man so denkt, ja, Beziehung. Man sollte auch keine Beziehung eingehen, weil man einfach nur alleine ist. Man sollte halt schon sich einfach mal ein bisschen Zuckerrohr einpacken und dann sagen, ey, Baby, wie sieht's aus? Familie gründen, heiraten und dann glücklich werden, bis das der Tod uns scheidet. Was aber heutzutage gar nicht mehr so ist, ich glaube, jedes zweite Paar trennt sich. Es gibt eigentlich, ja, also ich kenne kaum Paare. Also ich kenne auch ein paar, klar. Aber ich kenne halt mehr, die sich getrennt haben irgendwann. Die dann, ich meine, ist klar, es kommt irgendwann der Punkt, wo man wirklich sagt, es geht nicht mehr. Das ist klar, aber es gibt halt auch Momente, wo man einfach mal seine eigenen Bedürfnisse zurückstellen muss, um den Partner zufriedenzustellen. In die endlose, bedingungslose Liebe zu schenken, die er verdient. Oder eine Schelle auf dem Hinterkopf. Je nachdem, wie der Bedarf so ist und wie die, wie der Fetisch so ist. Das ist ja bei jedem anders. Ne? Meine Freunde der Sonne. Ja, soviel zum Thema Beziehung. Zack, Thema erledigt. 4 Minuten. Nicht mal. Ich glaube 2 Minuten. Oh, mega hochklar. 2 Minuten habe ich jetzt was darüber erzählt. Hammer. Hat sich gelohnt. Aber es ist halt meine Sichtweise, ne? Es gibt natürlich immer noch so. Honey! Ich habe 2 Knochen bei. Kommst du mit? Jawohl! Ja, mein neuen Honey. Sorry, ich muss euch mal euren Homie hier wegsnacken. Oh, ich hätte ja lieber den schwarzen Hund. Der sieht ja schwärzer aus. So ein dunkler. Ein dunkler Hund. 18 Zuckerrohr haben wir jetzt. Damit lässt sich doch schon mal arbeiten. Warum schwebt hier ein Block in der Luft? Komm mal mit, mein Hundilein. Komm mal mit zu Papi. Nimm den Schritt nach Hause. Ja, das Thema Liebe, Beziehungen ist schon ein Thema für sich. Ich meine, macht Sinn. Ja, ist klar. Und es wird jetzt wirklich dunkel. Ich weiß auch gar nicht mehr, in welche Richtung es jetzt nach Hause ging. Ich laufe jetzt einfach mal random hier hin. Wobei ich glaube, ich ziemlich sicher bin, dass das gerade die falsche Richtung ist. Wir müssten also hier lang. Ja,
Das stimmt. Hier müssten wir lang. 6000 irgendwas war das, aber nicht 6500. Alter, wir sind jetzt richtig weit gelaufen hier. Ist ja unglaublich, Mensch. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber es ist ganz gut, so ein bisschen. Jetzt wird es ein bisschen romantisch. Bis auf den Creeper. Na, mein Freund. Hast du gedacht? Guck mal, er hat ein Eisenschwert für uns dabei. Also er hat ein Eisenschwert dabei, aber nicht für uns. Er hat ein Ego-Schwein. Schwein, Schwein, Schweine. Und bei dieser spannenden Musik machen wir uns jetzt auf den Weg in Richtung Heimat. Wenn wir sie finden. Na, Hundi, wir haben rumwarpen. Ja, mal schauen. Ich bin auch am Überlegen, ob wir nicht doch vielleicht mal ein Let's Play Together machen. Für Minecraft. Die ganze Sache ist aber so, dass ich derzeit zwei Leute habe, die das mit mir machen würden. Aber es ist halt zeitlich so eine Sache. Mal hier ganz viele Dorfbewohner. Ob sich Hunde irgendwann mal in Zombies verwandeln können? Na komm her. Ja, ist klar, hier so random aus dem Auge, Augenwink. So. War ich denn jetzt stehen geblieben? Abgesehen davon, dass Hunde sich vielleicht irgendwann in Zombies verwandeln können. Und dass hier vielleicht ein Dorf in der Nähe ist, weil hier zwei Dorfbewohner Zombies waren. Ich bin immer noch der Meinung, dass es eine spezielle Textur ist für Dorfbewohner-Zombies. Oh Gott, hier überall Alpha mit Creepern. Leck mich fett. Lecko mio. Ja, ist auf jeden Fall alles sehr verwundet. Ach ja, ich war dabei. Let's Play Together Minecraft und so. Da habe ich halt überlegt, ob man das halt vielleicht irgendwie anders gestalten könnte, weil es ist halt immer eine Zeitfrage. Und darum, vielleicht mache ich doch nochmal ein spezielles Ankündigungsvideo für, weil sowieso keiner sieht, weil Zuschauerzahlen bei mir sind für den Arsch. Aber ist egal. Ich mache das ja zum Glück, ist ja nicht von euch abhängig, sondern von mir, weil ich mache das, weil ich Bock drauf habe. Und ihr guckt es vielleicht, weil ihr Bock drauf habt. Und wenn wir da irgendwie zusammenfinden, dann wird sich eine riesengroße Dorf, eine große Freundschaft, Dorf. Wieso ist hier ein Dorf? Ist das das Dorf, wo wir schon waren? Oh, sag jetzt bitte nicht. Ah, es sieht aus wie ein anderes Dorf. The Village 2.0. Hep. Schauen wir mal, vielleicht finden wir hier. Oh. Entschuldigung. Ich glaube, es gibt einfach keine Bücherregale mehr. Ich weiß nicht, ob die sie jetzt weggemacht haben. Kekse. Ich weiß nicht, ob sie die jetzt rausgenommen haben bei den Dörfern, was ich ein bisschen doof finden würde, ehrlich gesagt. Es kann doch nicht sein, dass ihr keine Bücherregale mehr habt. Früher gab es immer in irgendeinem Haus Bücherregale. Früher kam man in die Häuser aber auch noch rein. Da müssen wir jetzt mal dran arbeiten. Ach, guck mal, da kommst du auch raus. Scheiß Spinne. Ach so, er kommt raus, aber nicht in die Freiheit. Da wollen wir ihm mal helfen. Graben wir hier mal alles frei. Haben ja genug Schaufeln dabei, so ist es ja nicht. Oh, Jens. So, jetzt kannst du auch. Hier ist Erde drin, auch schön. Aber halt keine Bücherregale. Och man, ist doch ätzend. Ich kann so nicht arbeiten, Mensch. Menschenskinder. Ja, scheiße. Mit der Scheiße, ja. Voll leer. Hammer. Haha. Oh.
Halt los, Honi. Hier waren wir auch schon drin. Ich glaube, ich bin mir... Na, also in dem Dorf hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Moins. In dem Dorf waren wir noch nicht, weil das ist hier, sieht man schon so ein bisschen am Aufbau. Aber ich überlege jetzt gerade. Nein. Nee. In die Richtung. Genau, in die Richtung geht's nach Hause. Hoffe ich. Aber wenn wir gleich sehen, hier ist nochmal Wasser. Vielleicht können wir hier nochmal ein bisschen Zuckerrohr. Da ist auf jeden Fall wieder ein Dorfbewohner-Zombie. Also es ist alles sehr fragwürdig. Vergiss es. Ja, da kannst du in der Luft gehen. Das ist mir Wurst. Mach doch, wenn du willst. Dann werden wir mal sehen, ob wir jetzt Honi heil nach Hause bringen werden. Auf jeden Fall, um jetzt nochmal endlich aufs Thema zurückzukommen. Ich werde vielleicht nochmal ein Ankündigungsvideo machen, wo ihr euch vielleicht bewerben könnt für ein Let's Play Together Minecraft. Mit mir und einem Kumpel von mir, der vielleicht auch mit dabei wäre. Es ist halt immer eine Zeitfrage. Und es sollte euch mindestens möglich sein, einen Tag in der Woche euch dafür Zeit zu nehmen. Vielleicht auch zwei Tage, also ich würde mal sagen anfangs einen Tag. Und dann könnte man zusammen aufnehmen. Server haben wir, ist alles kein Problem. Honi, nein, stirb nicht. Nicht schon. Am Arsch. Am Arsch. Am Arsch. Krass, mega leck hier so. Alter, was hier los ist. Ich hau jetzt ab. Mir reicht das hier. So. Ich glaube, hier irgendwo war doch dann unser Zuhause, oder? Da ist ein Creeper. Wir laufen schon wieder in die völlig falsche Richtung. Hier. Müssen wir lang. Hier lang. Und hier rüber. Bei dieser wunderschönen Reggae-Music. Aua. Hallo? Hä? Von wo? Auch von da. Ha, ha, ha. Guck mal, wie blöd die sind. Achso, das war der Hund. Lass meinen Hund heil. Genau, Honi, komm mit. Komm her. So, Schwänzchen oben. Erstmal 5 Steaks an den verbraten oder was? Den Hund. Wie gesagt, Ankündigungsvideo kommt. Könnt ihr euch bewerben, wenn ihr Bock drauf habt. Und auch die Zeit. Oh. Dann wird das bestimmt lustig. Ja, Ankündigungsvideo, Grundvoraussetzungen und so, schreibe ich alles rein, das ist kein Problem. Kommt denn alles und dann schauen wir mal. Lust hätte ich auf jeden Fall mit dem Together. Zumindest könnte man es dann so lange machen, solange kein anderes Projekt kommt, weil im Moment läuft dann nur Minecraft. Und Minecraft läuft ja jetzt, ist ja sozusagen jetzt so dieses Zwischendurch-Projekt, weil ich der Meinung bin, dass es im Moment keine guten Spiele gibt. Das ist, ich meine, gut, es gibt jetzt so eine Sachen wie Starbound und Starbound und vielleicht auch noch ein paar andere Spiele. Es gibt sicherlich irgendwo was Gutes, aber ich habe im Moment halt nichts, wo ich so sage, ja, da kriege ich hier Bock drauf. Solche Spiele kommen erst wieder jetzt im Februar, denke ich mal. Da ist noch ein Creeper, los weg. Ich glaube, hier war irgendwo unser... Autsch. Unser Häuschen, oder? Sieht ja auch geil aus da hinten. War das nicht irgendwo hier? Nee, hier war das nicht. Scheiße, ich habe die Koordinaten schon wieder vergessen. Ist doch doof. Da müsste ich dann mal wieder recherchieren. Bei Gelegenheit. Aber ich glaube, wir kommen der Sache näher. Los, lauf. Lauf geschwind, mein Kind, durch den Wind. Von mir ist auch auf einem Rind. Ja. Ich laufe, glaube ich, schon wieder völlig in die falsche Richtung. Ich weiß gar nicht mehr, 6016 war das, glaube ich, mit der Entfernung. Genau, hier war die Spalte, aber da weiß ich halt nicht mehr. Ich glaube, wir sind dann auch aus der Richtung hier gekommen.
Ach nee, der Fancy und die Koordination. Da ist unser Haus. Dann haut's ja schon mal hin. So, dann können wir mal das Zuckerrohr dahin bappen. 18 Dinger müssten ja erstmal reichen. Ist gleich so viel Platz haben wir, glaube ich, gar nicht. So ein langes Feld haben wir hier gar nicht gemacht. So. Entschuldigung. Ach man. Honim, all klar. Hä? Spontaner Farbwechsel oder was? Naja gut, wird schon stimmen. Guck mal, wir können dann hier auf der anderen Seite das ganze gleiche Spiel nochmal machen. Jetzt sehen wir dahin. Du bist jetzt der offizielle Feldbewacher. Hundi-Typ. So, machen wir das Feld hier noch fertig. So. So, hier kam dann so. Dann kam hier kam Erde, hier kam Wasser. So, und dann kam hier wieder Stein. Also diese Stone Bricks. Haben wir davon noch? Wir haben jetzt gar keine bei. Na toll. Wir haben auch keinen Eimer oder so. Ist natürlich auch Hammer. Hammer. Alles kein Problem. Alles kein Problem. Dann packen wir das rein, das rein, das rein, das rein. Nein, das nicht rein. Den Samen können wir den können wir gleich setzen. Haben wir noch ein paar Blühen? Da. Verstehst du, das hier mein Ghetto? Meine Hut. Da hast du einen Scheiß drin zu verloren. So. So, Erde wieder dahin. So, wir brauchten. Ach ja, wir brauchten ja Steine. Das haben wir, glaube ich, da drüben alles reingehauen. So schnell sind mal eben fast 14 Steaks weg. Hui. So, ein Eimer reicht. Guck mal, hier haben wir sogar einen noch mit Wasser. Nehmen wir den. Die brauchen wir nicht. Wir brauchen aber nichts weiter. Steine haben wir, Wasser haben wir, reicht. Alles klar, dann machen wir das so. So. Und dann hinter zum Inner. Stein. Mal hier. So. So. Und so. Und dann kam hier Wasser. Und so. Und dann kam mal hier das Zuckerrohr. So. Entschuldigung. Aber was raus muss, muss raus. Okay, den Rest können wir dann, glaube ich, verbraten. 5 Stück. Naja, es ist dann, glaube ich, 3 Papier. 3 Papier machen ein Buch. Hammer. So, jetzt können wir das Ding hier mal wieder ausmachen. So, Zuckerrohr. Zack. Ernsthaft? War das jetzt dein Ernst? Ma. Schön zum Folgenende nochmal richtig hart rangenommen. Ach so. Mal eben hier alles weggebammt. Ofen. Ein Ofen zu wenig. Hammer. Super. Danke, lieber Creeper. Furz, Kopf, Drecks, Vieh, Kacke, Arsch, Piss, Mist. Entschuldigung. So. Super. Wahrscheinlich waren da jetzt die übelsten Ressourcen drin, aber die Hälfte verkackt. Hier auch nichts mehr rein. So.
Ja, alles voll, gut. Machen wir hier noch ein bisschen Holz. Machen wir halt später. Das ist mir jetzt zu viel. Was wollen wir jetzt machen? Papier. Aber wir brauchen was Leder. Leder. Hier. Also ein Leder. Drei Papier. Machen ein Buch. Hammer. Dann haben wir ein Buch. Super. Ist das nicht super geil, dass wir ein Buch haben? So. Zack. Das kommt hier alle rein. Holz, Erde, Stein, Eimer, Kies. Kies haben wir, glaube ich, auch in einer anderen Kiste. Aber was soll es? Gut, wir gehen uns ja erstmal in Sicherheit. Unser Sicherheitsghetto. Stellen sie in die Ecke und dann würde ich sagen, schaltet wieder ein in der nächsten Folge, Aufnahme, wie auch immer, Minecraft. Macht's gut, bis denne und ciao sen.